So, die Events gibt's allerdings immer noch. Unter 30 sollten sie ja nicht fallen. Kreuz. Die sind repariert, also fahrt ihr bitte mal hier runter. Die brauchen ja nicht so lang. Und den Krieg werde ich jetzt sofort beenden. Ja, vielleicht sogar erstmal den Krieg. Die beiden Kriege, nachdem ich hier alles belagert habe. Ja, meine ich ernst. Der läuft ja immer noch. Alter, was ist denn bei euch kaputt? Oh, die Renaissance. Und wir haben drei Kardinäle. Wow. Perugien? Ah, neue Provinz. Schön. Sehr, sehr schön. Was? Obwohl, ist es nur eine Frage der Zeit. König Henry VI. Hat jüngst entdeckt, dass seine Gattin Königinnen, Gemahlin, Königsgemahlin, keine Ahnung, wie man das nennt, Maria eine Affäre hat. Nicht nur das, die andere Partei ist kein anderer als unser Berater Franz. Was? Ich wollte gerade François sagen. Na klasse. Francis Norfolk. Ich glaube, das war auch wieder die falsche Sprache. Francis Norfolk. Oh Gott. Das Vertrauen, das wir in ihn gesetzt haben, war offensichtlich fehl am Platz. 10 Prestige verlieren, 90 Dukaten, 3 Unruhe lokal. Oder Maria geht. Ich meine, wir haben zwar einen Sohn, aber. Ja, aber. Na, neunzehn Dukaten. Och Leute, wollt ihr mich eigentlich ficken? Moment. Pop-up und Pause. Danke. Ach ja, wie schön. Haben wir noch was besetzt? Oder belagert? Nun ja. Oh nein, die Pest. Wo eigentlich? In Sussex. Leute, wie viel Geld soll ich noch verlieren? Ich habe jetzt gerade in drei Events. Ich habe jetzt gerade in drei Events. Mal kurz rekapitulieren lassen. Wie viel waren das bei dem ersten Event? Es waren, glaube ich, auch schon 100. Über 200 Dukaten verloren. Oh Gott. So, ihr lauft zurück nach Pale. Ach ja, und den Krieg können wir ja noch nicht beenden. Obwohl, vielleicht kommen wir da sogar schon hin. Lancer, hey, wieso verklicke ich mich denn andauernd? Okay, Sligo oder Sligo, je nachdem. Das Geld noch. Und go. Natürlich muss ich den Scheiß auch noch koren. Lancer. Daran habe ich übrigens nicht gedacht. Oh, ist ja noch pausiert. Moment. Wie sieht denn das aus mit der Unruhe? Ja gut. Also, drehen wir halt einfach hoch. Leute, wie viel Dukaten denn nun noch? Es waren jetzt schon wieder 80, 82.
Wenn das so weitergeht, werde ich pleite, Mann. Kann ich vielleicht jetzt erstmal kurz den machen? Danke. Wir waren eh schon bei Null. Ja, hier bitte. Der ist immer noch nicht vorbei. Wow. Leute. Frankreich. Oh. Oh ja. Moment. Was? Ach so, die haben Neapel rausgeholt. Oh. Das könnte was bringen. Ja, keine Gefälligkeiten, weil. Na? Ihr hier unten wart mit Schottland verbündet. Weil Schottland an sich. Oh, nice. Wenn ich. Come on, ey. Wie kann man sich nur so oft verklicken? Meine Fresse, wie ist denn sowas möglich? Kohle rüberwachsen lassen. Ja, Limerick. Ja, das bisschen, das kannst du jetzt halt auch vergessen. Und dann gibt's gleich noch den hier hinterher. Boom. Und hopp. Ja, die wollten eh schon so laufen. Gut. Oh, ne, wir haben uns Wasser erobert. Wie viel? Okay, ich mache immer noch Plus. Sehr schön. Sagte mal. Oh, mir krabbelt mein Ohr. Ah, Rotz. Wie viele Truppen habt ihr denn noch? Und ja, man kann das jetzt schön hier ansehen. 34.000, wow. Okay. Portugal hat Granada den Krieg erklärt. Hey. Nope. Ich weiß, aber. Hehe. Wenn die drei mitmachen, ist das durchaus möglich. Und ich würde wahrscheinlich Paris nehmen. Aber. Gefälligkeiten. Haltung gegenüber Feinden. Oh, Leute. Ja, kämpfen wir in einem anderen Krieg und so weiter und so fort, aber Kastilien würde wahrscheinlich nicht mitmachen. Leider. Nein, Frankreich! Was fragst du mich denn überhaupt? Hä? Yay. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt gleich mal hier runterschaue. Weil Burgund dürfte auch nicht allzu wenige Truppen haben. Naja, doch. 19.000, die haben sowas von keine Chance. Also ich muss gucken, entweder macht Frankreich dann mal hier oben nicht mit. Könnte aber etwas dauern. Ja. Oder aber irgendwas anderes. Oh, wir sind ja schon fast dorten. Bieten wir denen mal ein Bündnis an. Na,
noch eine Staatsehe. Proklamieren noch deren Garantie. Sind bei 170. Gewähren denen noch Militärzugang, sobald es geht. Nice. Okay. 10 brauche ich noch. Bringt das hier was? Bringt das hier noch was? Ich hoffe ja. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann, wieder Beziehungen verbessern. Nein, ist es nicht. Mann. So. Das ist gut. Gerade noch so hinbekommen. Und ich glaube, ich werde hier wirklich erstmal aufräumen. Kleinkinder, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, da drüben. Mit Desmond. Ach hier, ja. Und ihr mit Monster. Würde ja mal sagen, die 13 laufen mal hier rüber. Die kümmern sich hier rum und eventuell noch hier unten drum. So. Kildare. Kleinkinder dürfte ja auch mit niemand anderem verbündet sein. Ich schaue aber nochmal. Nope. Nur mit denen. Okay, Sussex, Oldenburg, ihr kämpft gegen, das heißt aber, dass die anderen, na. Ich lasse heute hier mal ein Pferdchen stehen. So. Und sag hier mal, Anschluss erlauben. Sussex. Steuern. Ja, Produktion ist nicht so wichtig. Steuern bitte. Danke. So. Bin ja halt auch mal gespannt, wie viel Kohle ich noch mache, wenn hier die 10% weg sind. Also die 10% weniger. Wenn die wieder drauf kommen, die 10%. Ich werde mal kurz einen Schluck trinken. Ja. Wenn ich jetzt gerade eine gewisse Zeit ruhig war, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber es passiert ja gerade auch nicht so viel, über was ich reden könnte. Leider.
Ja, was haben wir eigentlich hier? Ach, Parlament wieder. Geht noch. Ein bisschen, oder? Moment. Ja, noch. Ein Jahr. Pi mal Daumen. Ja, Desmond, also. Desmond könnte mir egaler nicht sein. Mit wem seid ihr nochmal? Mit Desmond. Krieg erklären. Desmond. Moment. Ist Desmond noch in einem anderen Bündnis? Also haben die noch andere Verbündete? Nope. Desmond. Go, go, go. Wow. Ja, ist bessere Rekrutenreserve. Kommt halt schon mal vor. Und die stehen jetzt auch nur hier, bis der Krieg vorbei ist. Oder die Belagerung, besser gesagt, weil dann kommen die hier runter. Und die stellen sich einfach hier rüber zur Unterstützung. So. Ihr könnt ja schon mal hier hingehen. Wieso die drei nicht mitgehen, keine Ahnung. Frieden verhandeln mit Connacht. So. Hopp. Hopp. Kildare. So, wer würde sich denn jetzt gerade gegen mich stellen? Die, die ich eh angreife. Lustig. Ach du Scheiße, das kostet jetzt gerade. Naja, wird's halt noch ein klein wenig dauern. Juhu, Tyrone und Limerick ist jetzt unser. Ja, ich glaube, die Inseln würde ich mir schon dann nehmen, wenn es soweit ist. Ja. Oh, warte. Wir können ja mit denen auch noch hier rüber, dann geht das Ganze noch mal ein bisschen schneller. Ja. Und sonst so. Würden sie nicht machen. Noch nicht. Ich weiß nicht, wieso ich drück Shift. Ah, wie sie gewillt sind. Ah, mit linker Maustaste. Hä? Mit rechter Maustaste den Höchstbetrag. Okay. Ja, über 1000 Seeleute kann man schon mal machen. Ja, da mussten wir halt gerade mal ein bisschen kämpfen. Okay. Die stehen alle noch bei mehreren Prozent. Grenzspannungen. Wir erhalten einen Anspruch auf die Picardie. Okay. Kameradschaftsgeist, 3 Armee-Professionalität. So, oh, immer wieder. Jo, machen wir. Huch, das könnte ich ja mal auch mal nachgucken. Das hatte ich noch erobert. Das bringt 7 und hat relativ wenig Autonomie. Drehe ich nicht hoch.
Wenn die sich jetzt einfach draufstellen, passt schon. Dukaten, Klerus verliert, ist damit fast am. Würde Geld bringen. Alencon. Das könnte etwas bringen. Aber ich hätte ihn doch lieber ein bisschen weiter unten, den Klerus. So. Haben wir auch das gewonnen. Kastilien hat Marokko den Krieg erklärt. Wer wäre denn jetzt eigentlich alles dabei? Ach, immer noch niemand weiter. Ja, gut, das dauert jetzt halt. Das hier habe ich jetzt erobert. Ja, das bringt mir eh null im Moment, also von daher. So. Dann würde ich mal sagen, Ormond, bist du jetzt dran? Moment, hat Monster. Ach ja, die haben ja mit Schottland. Aber wollte ich mir Schottland nicht ein bisschen anders holen? Wie viele Truppen habt ihr noch? Okay, ich muss das hier oben aufgeben. Die Kampagne, also fürs Erste. Ne? Fürs Erste muss ich die aufgeben, die Kampagne. Mit ihr lauft mal nach Sussex runter, ja, passt. Ich muss die Kampagne fürs Erste aufgeben. Die können ja schon mal auf die Schiffe. Das ist halt ein guter Zeitpunkt. Vielleicht wäre es auch für was anderes ein guter Zeitpunkt. Nein, da würde Frankreich knapp noch mitmachen. Aber Frankreich, das sieht doch, obwohl Paris wird belagert. Könnte sich etwas ziehen. Ich muss mal gucken, wie viele Truppen die noch haben. Vier. Sieben. Zehn. 13. Okay, 20. Zweiundvierzig. Wenn die noch mit dazukommen, was ich gleich schaue. Ja. Nee. Das kann man so ganz ehrlich vergessen. Wenn halt keine Sau mitmacht von unseren Verbündeten. Österreich wegen den Gefallen nicht. Nicht 10 Gefallen. Krieg, Haltung gegenüber Feinden. Krieg weit weg. Gut, das könnte man vielleicht mal noch irgendwie hinbekommen, aber den Rest halt nicht. Wisst ihr was? Dann werde ich die 16 wieder nach Sussex transportieren, Sussex. 13, die werde ich nach Hampshire transportieren lassen. So. Ja, klar.
So. Und ne, Moment. Euch 8. Lasst euch nach Kork transportieren. So, und ihr lauft hier hoch. So. Sag mal, kann ich die? Nein, kann ich nicht. Also aufteilen hätte ich sie jetzt. Usch, muss noch eine Debatte anfangen. Okay. Grundsteuer um 1 in einer Provinz. Und Baukosten. Wie viel Geld mache ich denn jetzt eigentlich noch? 0,23. Wäre eigentlich das schon wieder am besten, aber mit der Grundsteuer und ich werde Schottland hoffentlich bald haben. Baukosten interessiert mich aber nicht so. Dann nehme ich erstmal wieder Truppenquartiere. Zwei Legitimität ist in Ordnung. Ist gekauft. Ist gekauft. Nee, lass mal. Könnte man eigentlich auch machen, aber lass mal. Admin-Macht wollte ich jetzt nicht so unbedingt. Machen wir das noch? Zweimal administrativ. Einmal werde ich wahrscheinlich nehmen müssen. Populisten unterstützen. Das hört sich nicht verkehrt an. Ja, und es sind nur 5 Punkte. Und ich sag ja, einmal muss ich definitiv. So. Kostet mich 37. Ist gerade unschön. Marktplatz. Holen wir uns. Haben die. Das ist ein bisschen scheiße. Wenn man es so sagen will. Aber gut, okay, was willst du denn tun? So, hier muss ich erstmal. Gegen wen kämpft ihr? Die kämpfen gegen Dänemark. Ach, wegen Ösel, ja gut, also. Gut. Der Livonische Orden interessiert mich nicht. Das interessiert mich. Dieses dämliche Frankreich. Ja. Okay. Hier, wie sieht das mit dem 5 und 10. Hey. Fünfundfünfzig, kommt, Leute. Ich weiß, ihr schafft das. Ich will die jetzt nämlich unterwerfen, die Schotten. Das ist jetzt so mein Plan. Ich will die Schotten unterwerfen, Leute. Was ist denn euer Problem, ihr dummen Franzosen? Jetzt mal ernsthaft. Zieht den Krieg noch Jahre hin. Paris ist ja belagert. Schön. Das könnte mir hier nämlich den Arsch retten. Immer noch. Weil sie Paris entlagert haben. Klasse. Ah, da muss ich wohl doch erstmal hier diesen Krieg führen. Und Schottland. Ne, warte mal, die kann ich das ja nicht aufkündigen lassen. Ich muss ja. Oh, es ist zum Kotzen. Schade. Sonst hätte ich denen mal ein bisschen geholfen. Ach du Scheiße, Kastilien, Alter. Es ist doch zum Kotzen. Ja, eine Burg will ich ehrlich gesagt nicht bauen.